So, ich will sich einfach. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt zum Obermacker. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Danke für den Tipp. Also gut, dann wollen wir mal zum Jarl gehen. Wo lang muss ich da? Jarl von Weißlauf. Da hoch. Ich muss jetzt nicht wirklich alles angucken, oder? Haus Graumähne. Graumähne. Das sind doch diese Graumähne, die mir mal erzählt wurden. Da schaue ich später mal hin. Aber erstmal rede ich mit dem Jarl. Tempel. Ich würde mal sagen, ja, die Gebäude schauen wir uns später genauer an. Jetzt schaue ich mir mal den Jarl an. Der ist bestimmt in dem großen, großen Mega-Haus da oben. Das große Herrenhaus da. Ich will hier nämlich um Unterstützung bitten. Für das arme kleine Dorf Flusswald. Und natürlich für kleine Spenden für die SOS-Patenkinder. Und ganz nebenbei möchte ich mit Ihnen auch über Gott und die Welt sprechen. Das würde sich auch gerade ganz gut anbieten. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgroof empfängt keine Besucher. Nicht gleich mit gezogener Waffe ruhig bleiben. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Puh. Dankeschön. Übel. Ich habe schon gleich gedacht, warum kommt die mitgezogene Waffe auf mich zu? Scheiße. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, besonders diesen Drachen da rechts mit den roten Augen und der dunklen Haut. Das ist ja die durchschnittliche Ehefrau. Aha, Gott. Der Drache hat Helgen zerstört. Und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Bei Ismir. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Sehr schön. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Alles klar. Dann gehen wir mal mit. Moment mal, ich kann, glaube ich, gehen irgendwie. Ich habe gehört, dass ich gehen kann, aber so selten wie ich gehe, laufe ich einfach mal so mit. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Okay. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Aha. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. In Ordnung. Wohin soll ich gehen? Und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll.
einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturzhügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Okay. Oh, ihr meint diesen alten Stein? Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturzhügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Ich habe euch den Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Alles klar, also das war's. Soviel zu meiner Aufgabe, die habe ich schon nebenbei erledigt. Ich frage mich, warum Irilet so aufgeregt ist. Das frage ich mich schon seit lang. Ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Okay. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Okay. Dann mal los. Dann los. Kommt mit. Irilet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut. Enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Aha. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich krieg ein eigenes Haus? Ich sollte mitkommen. Cool. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Oh ja, das habe ich schon mitgekriegt. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Meinst du den Drachen da oder den aus der Luft? Also, ich weiß nicht, aber beides ist unangenehm. So, Irilet, dann wollen wir mal losgehen. Aber, Spannung pur. Hier mache ich einen Cut. Und ich denke, das war's jetzt für die Aufnahme, weil meine Festplatte ist gleich voll. Und freut euch aufs nächste Mal. Es geht gegen den ersten Drachen, wie es aussieht. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Let's play Skyrim. Bye, bye.